Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sekiro Shadow Die Twice. Heute sind wir beim anderen großen Übel und ich werde auf jeden Fall das Konfetti wieder einsetzen und das Arkos-Konfekt. Ich denke, das ist eine richtig gute Kombination. Und heute geht es nämlich um den Kopflosen, den wir schon am Anfang gesehen haben. Doch jetzt geht es erst weiter. So, Kopfloser. Hier bin ich. Ach du Scheiße. Oh oh, Furcht. Kann mich kaum bewegen. Ich kann mich kaum bewegen. Was für eine Scheiße. Oh Gott, ich kann nicht mehr springen. Kann ich dich damit aufhalten? Nein. Ja. Okay, der ist eine Nummer für sich. Wieso kann ich mich nicht bewegen? Okay, das ist echt kacke. Darf ich nicht im Nebel sein, oder? Ja, das ist der Nebel. Er darf den scheiß Nebel nicht einsetzen. Der ist hier irgendwo unsichtbar. Nee, doch nicht. Der mit seinem Kacknebel. Echt jetzt? Wie hat er mich da... Ernsthaft? Okay. Ja, der Nebel ist kacke. Okay, probieren wir es nochmal. Diesmal aber auf eine radikale Art und Weise. Was haben wir hier eigentlich noch? Halbiert die maximale Vitalität und Haltung und erhöht Angriffskraft enorm. Na, dann nehme ich das hier einfach mal. Einfach mal ausprobieren. Runterspringen wollte ich nicht. Ich bin wahrscheinlich sehr schnell tot, aber er auch. Aber hier geht es um Radikalität. Hallo, Digga. Oh. Aber es hat einigermaßen funktioniert. Wir haben ihn jetzt schon mal das erste Mal. Das ist schon mal ganz gut. Ah, dieses scheiß Grauen. Wow. Wo ist mein Pulver? Nein. Ich muss mein Pulver reinziehen. Das Konfekt ist weg. Ja, ist eigentlich gar nicht mehr so verkehrt. Okay. Scheiße. Oh. Entschuldige mich. Ich muss mal ganz kurz... erneuern. Und dann dazu noch das Arkos-Konfekt. Okay. Hier bin ich! Ach, shit. Kriege jetzt meine Ladung davon ab. Oh, das tut ihm nicht weh. Scheiße. Okay, das Schlimmste ist vorbei.
Oh, ich hab ihn. Ja. Oh. Weg mit dir. Oh. Arkos Geiststurz. Gefallener kopfloser Geist von Arko, der den Schaden an Vitalität und Haltung kurzzeitig steigert. Verbraucht Geistembleme für den erneuten Einsatz. Kopflose sind korrumpierte Helden, die einst für ihr Land kämpften. Bette kopflose Geister zur Ruhe, um ihre Macht zu erhalten. Du riskierst jedoch, dem Wahnsinn zu verfallen, wenn du keine Gegenleistung anbietest. Ist das ein Ninjutsu? Was ist denn das? Hä? Hätte ich vielleicht besser darauf achten sollen? Arkos Geiststurz. Ist was Passives, oder? Ich glaube schon. Shinobi-Fluchtweg führt zur Dämonenglocke. Will ich da hin? Ja, oder da ist ein Buddha-Schrein-Dingens. Das muss eine Passive sein, oder? Hä? Was habe ich da bekommen? Ich bin verwirrt. Hey. Ich glaube, das ist eine Passive. Hallo Junge. Ich bin nur kurz unterwegs hier. Bin gleich schon wieder weg. Ach, weißt du was? Ich port mich so zurück. Heimkehrfigur. Alles klar, Kopflose erledigt. Ich bin sehr stolz auf uns. Ihr habt natürlich mitgeholfen. Das ist doch kein Stück. Das war alles ich. Alles meine Wenigkeit. So, okay. Ist der groß, stark und dumm? Oder hätte ich den Kollegen vielleicht auch, den wir ins Verlies geschickt haben, hierher schicken können? Ich weiß gar nicht mehr, was die zweite Option war. Kannst du so jemanden gebrauchen? Vielen Dank für den Einkauf. Na los. Bis zum nächsten Mal. Ich verlasse mich darauf, dass ihr jemanden findet, der... Bitte jemand, der groß und... Groß und stark. Ja, du bist jetzt nicht groß und stark. Das muss so ein Dummi sein, ne? Na gut. Dann überlegen wir uns was anderes. Vielleicht finden wir jemand anderen. So, ich möchte nochmal reisen und zwar... Tal unter dem Schrein? Nein. Wo war denn das? Schrein der großen Schlange, ne? Da war doch der Ishin. Ihnen zeigen, dass ich hier alles geschafft habe. Er ist doch auch groß, stark und dumm. Vielleicht kann ich ihn überreden. Hallo, Meister. Hast du die Ashina-Klinge gemeistert? Ja. Ja, offenbar hast du das, Sekiro. Du hast wirklich Talent zum Töten. Die Geheimnisse der Ashina-Schule stehen dir zur Verfügung. Mushin Esoterik-Text. Ein einzigartiger Text über den legendären Ashina Mushin Geländestil. Die Machtgier des jungen Ishin kannte keine Grenzen.
Und seine zielstrebige Suche nach Stärke ließ ihn Ashina erobern. Er kombinierte Technik der Stile, auf die er stieß. Dieser Antrieb zeichnete Ishins Errungenschaften aus und deshalb wird dieser Text auch nie fertiggestellt werden. Sicher. Sekiro, ich kenne dich. Geht es euch gut? Ich werde noch eine Weile die Luft hier oben genießen. Geh, Sekiro. Geh. Okay, alles klar. Tschüss. Hau rein. So. Nein, reisen wollte ich nicht. Fähigkeiten erwerben. Da haben wir den. Huch. Gehen wir von hier. Information gesperrt, ach so, klar. Gewährt die Kampfkunst machterfüllte sterbliche Klinge. Okay. Eine Geheimtechnik mit der sterblichen Klinge verbraucht Geistembleme. Konzentration beim Ziehen der Klinge bringt zusätzlich Kraft für einen stärkeren Hiebangriff mit höherer Reichweite. Zieh das Schwert, das nicht gezogen werden kann, und entfessel seine Verwüstung. Achso, Ashina-Kreuz kann ich schon, ne? Stimmt. Schattensturm. Das ist der. Ah, das sind alle Künste vereint, die ich habe. Ach so. Das ist das hier, ist wahrscheinlich hier. Der hier, der ganz unten. Ne? Dann haben wir den hier. Das ist der oberste. Das ist alles verbunden. Okay, ich verstehe. Das heißt, ich muss entweder die oberen beiden machen oder die unteren beiden, um das hier zu bekommen. Aber ich glaube, da ich den hier ja schon habe, muss ich ja darauf gehen, ne? Ach Gott. Die Heilwirkung muss ich auch noch verbessern. Oh, es gibt noch so viel zu tun. Na gut. So viel zu dir. Ja, jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich eigentlich nicht so möchte. Und zwar der Affe. Den will ich auch noch loswerden. Es wird grausam. Ich werde ihn einmal probieren, gucken, wie es läuft. Und ich muss sagen, ich habe momentan ehrlich gesagt nicht so wirklich Lust auf ihn. Einfach weil ich ihn gerade erst gemacht habe. Ansonsten habe ich ja kein Problem damit, gegen Bosse zu kämpfen, aber ich bin heilfroh, dass ich ihn geschafft habe. Und jetzt kommt der Affe hier nochmal wieder. Frage ist, kann man sich an ihn anschleichen? Wir haben noch mehr als genug vom Konfekt. Oder Konfetti. Gucken wir mal, wie es aussieht mit dem Schleichen. Vielleicht können wir uns einen sparen, das wäre echt schön. Ah, sieht nicht so aus. Hallo, Kollege. Kennst du mich noch? Nein, 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 nein. Oh. Es ist nicht cool, wenn du da hinten in der Ecke bist. Ach, ist nicht dein Scheiß Ernst, Mann. Ich will doch nur gucken, wie viel Schaden ich an dir mache. Aber das ist gut. Au. Ah. Oh, jetzt ist das Konfekt hat nachgelassen. Shit. Aber vielleicht hat er gleich Bock zu schreien. Moment. Ah, wie weicht man den denn am besten aus, ey? Das war dumm. Ey, ich bin gerade echt zu dumm, gegen ihn zu kämpfen, ne? Beim letzten Mal lief es irgendwie besser.
Ernsthaft? Jetzt schreit doch schon wieder. Ja, ich ausgewichen. Ich bin echt zu blöd zum Treffen gerade, ey. Also, geht das ganz klar. Okay, das war eins. Huch! Nein, nein. Oh Gott, das war das falsche Fläschchen. Bitte was? Dinge, die ich nicht tun werde. Tötet euch gegenseitig, komm schon. Können sich nicht mal gegenseitig töten. Nö. 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 Pff, nö. Für einen optionalen Boss kannst du das knicken. Ich habe gesehen, dass der Weg da einfach nur hochführt zu den Items. Das kannst du knicken, mein Freund. Das mache ich nicht, nee. Pff, nee, nicht jetzt. Später, wenn ich sie one-shotte, dann kann ich sie machen. Pff, jetzt, nee. Nee, nee, nee. Nee, 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 Freunde. Nicht, pff, nicht mit mir, das ist oh, das kannst du knicken, Alter. Oh, ich meine, es ist möglich. Also, es war jetzt nicht so schwer, weil die haben sich wirklich zurückgehalten, als sie zu zweit waren. Aber trotzdem, also da will ich schon. Ich meine, das hat schon reingehauen. Ich brauche mehr Geistembleme und alles, dann geht das. Hallo. Der immer blühende Baum aus Takerusamas Heimat. Jemand hat einen Zweig abgeschnitten, ja. Ohne sein. So. Müssen wir den Zweig finden? Habe ich einen Kürbissamen? Nein. Ja, dann kannst du auch gestohlen bleiben. Ich möchte mit dem Kleinen jetzt eine lange Unterhaltung führen von Dingen, die ich gefunden habe. Ich habe Emma-sama nach dem Sakura-Baum gefragt. Ach ja? Was hat sie gesagt? Diese Sakura-Blüte ist als immer blühender Baum bekannt. Takeru-sama hat sie aus dem Reich der Götter mitgebracht. Aber er ist verblüht und es gibt ihn nicht mehr. Ich verstehe. Aber man sagt, jemand habe einen Zweig des immer blühenden Baumes abgebrochen und mitgenommen. Hm. Wer würde so etwas tun? Was verloren ist, ist verloren. Einen gestohlenen Zweig finden? Wir haben ja keinerlei Spur. Sammeln wir zuerst alles für den Duft. Wie ihr wünscht. Okay, werden wir machen. Kurosama, ich habe die Blume für den Urquellduft besorgt. Oh, blühte sie wirklich im versunkenen Tal? Ja, tief im Tal. Dort also war das Urquellwasser tief. Das hast du gut gemacht, Wolf. Oh, und übrigens, ich habe etwas herausgefunden. Ich habe entdeckt, dass wir noch einen anderen Duft haben. Und welchen? Das Blut des göttlichen Erben des Drachenerbes. Mit anderen Worten, mein Blut. Ach so, na gut, perfekt. Aber Kurosama, ihr könnt nicht bluten. Ja, es stimmt, dass die des Drachenerbes nicht bluten können. Oh. Ich habe in Genichiro-samas Gemächern jedoch ein Notizbuch von Takeru-samas Pagen gefunden. Und es scheint, dass ich doch bluten kann. Ich möchte, dass du das hier für mich verwahrst. Tagebuch des Dieners. Ein Tagebucheintrag des Takeru-Dieners. Takeru-sama hielt seinen Arm über das Räuchergefäß und versuchte ihn mit dem Schwert zu schneiden. Doch seine Wunde heilte, ohne dass ein Tropfen Blut floss. Tomeo-sama sagte, ohne sie kann dein Blut nicht vergossen werden. Was kann sie nur gemeint haben? Also dann müssen wir nur herausfinden, wie ich bluten kann. Vielleicht sollten wir Emma-sama fragen. Hm, als Ärztin sollte sie sich mit dem menschlichen Körper auskennen. Ja, sie kann uns vielleicht helfen. Okay, komm gleich wieder. Ich möchte euch etwas fragen. Ja, was gibt es? Kann der göttliche Erbe bluten? Wieso wollt ihr das wissen? Wir benötigen das Blut des göttlichen Erben,
um die Drachentränen aus dem Reich der Götter zu holen und die Aufhebung der Unsterblichkeit zu erlangen. Oh, ich verstehe. Es stimmt, dass das Blut des göttlichen Erben nicht auf gewöhnliche Weise vergossen werden kann. Allerdings verfügt ihr über die Mittel dafür. Die sterbliche Klinge. Ja, hier, nehmt. Schrott der Aufhebung der Unsterblichkeit. Ein Teil von Takarus Buch über die Aufhebung der Menschlichkeit. Mit sterblicher Klinge in der Hand kann mein Blut vergossen werden. Meinem Blut wird den Duft vollenden. Das Reich der Götter rückt näher. Die Unsterblichkeit wird aufgehoben. Ich muss Tomoe bitten, bei meiner Enthauptung zu helfen. Alles klar. Das wurde von Takeru-sama verfasst. Ganz genau. Mit der sterblichen Klinge könnt ihr das Blut des göttlichen Erben fließen lassen. Ich verstehe. Das bringt uns einen Schritt näher an die Aufhebung der Unsterblichkeit. Ich werde Kurosama davon berichten. Natürlich. Hey, Kurosama. Ich habe eine ganz wichtige Notiz für dich. Wolf, das Schwert auf deinem Rücken, ist das... Es ist die sterbliche Klinge. Das Schwert kann die töten, die nicht sterben können. Ja, ich erhielt das Schwert vom göttlichen Kind des ewigen Wassers im Senpo-Tempel. Das göttliche Kind des ewigen Wassers? Die Mönche im Senpo-Tempel haben ihren Glauben zugunsten der Unsterblichkeit aufgegeben. Das Ergebnis sind jene mit dem falschen Drachenerbe, bekannt als die göttlichen Kinder des ewigen Wassers. Ein falsches Drachenerbe. Wer hätte das gedacht? Warte. Göttliche Kinder? Ja, viele wurden erschaffen, doch nur eins überlebte. Das zeigt einmal mehr, wie sehr diese Macht den Menschen schadet. Die Fesseln der Unsterblichkeit müssen durchtrennt werden. Ja, Kurosama. Wolf, sieh mal hier. Ich habe etwas gefunden, das uns helfen könnte. Es ist ein Stein. Oh. Ein Stein? Ja, sieh dir das an. Okamis alter Text. Eine alte Notiz von Okami Clan, der das Reich der Götter zu erreichen suchte. Ein duftender Stein, aufbewahrt in einem Dorf in den Tiefen Ashinas. Man muss sich hineinstürzen, um ihn zu finden. Damit ist der Urquellduft vollendet. Lasst uns nun aufbrechen ins Reich der Götter. In den Tiefen Ashinas? Oh Gott. Was ist? Es ist ein Schriftstück, das von jemandem verfasst wurde, der den Urquellduft suchte. Darin steht, es gibt ein heiliges Dorf mit einem Stein, der einen einzigartigen Duft verströmt. Aber ich habe nie von solch einem Dorf gehört. Es soll unterhalb von Ashina liegen. Unter dem Grund des Brunnens, in dem du erwacht bist, in der Nähe des Mondblickturms, soll ein bodenloses Loch sein. Das könnte relevant für unsere Suche sein. Ich werde mir das ansehen. Gut. Im Text stand, man solle sich hineinwerfen. Was das nur bedeuten mag. Ein Ort, in den du dich hineinwerfen kannst. Ich kenne einen Ort, bei dem das ginge. Wirklich? Es gibt ein riesiges, scheinbar bodenloses Loch im verlassenen Verlies außerhalb der Ashina-Burg. Eine alte Frau dort. Sie sagte, ich solle mich hineinwerfen. Dieses Loch. Glaubst du, dass es mit einem anderen Ort verbunden ist? Ja. Ich habe einen schwachen Wind aus Richtung des Eingangstores gespürt. Ich versuche es. Und springe hinein. Es ist einen Versuch wert. Aber sei vorsichtig. Da war ich schon drin. Weiterreden. Wolf, hast du mit Emma-sama gesprochen? Das habe ich. Und? Was hat sie gesagt? Dass es vielleicht mit der sterblichen Klinge geht. Ich verstehe. Die sterbliche Klinge bringt also mein Blut zum Fließen. Ja, Kurosama. Sollen wir es versuchen? Die sterbliche Klinge sollte nie gezogen werden. Man weiß nicht, wie sie sich auf euch auswirken wird. Das Räucherwerk zu entzünden, könnte euch vor Unheil beschützen. Ja, wenn du darauf bestehst, dann tun wir das. Was? Machen wir jetzt das Räucherzeug? Räucher, Räucher, Räucher. Oh, nee. Müssen wir weiterreden? Ich sehe, du hast einige der Zutaten gesammelt, die wir für den Duft der Urquelle benötigen. Mach weiter so, Wolf. Über den Stein. Da steht... Es gibt einen duftenden Stein. Ein Heil vielleicht erreicht. Ich habe einen schwachen Wind aus Richtung. In Ordnung. Der immer blühende Baum ist also verblüht. Und es gibt ihn nicht mehr. Ganz genau. Aber man sagt, jemand hat einen Zweig des Baumes abgebrochen und mitgenommen. Wer würde so etwas tun? Ishin. Was verloren ist, ist verloren.
Einen gestohlenen Zweig finden? Wir haben ja keinerlei Spur. Sammeln wir zuerst alles für den Duft. Wie ihr wünscht. Okay. Wolf. Kurosama. Also müssen wir jetzt in die Tiefen von Ashina. Sag mir bitte nicht, dass ich an den Affen vorbei muss. Bitte. Bitte sag mir nicht, dass ich an den Affen vorbei muss. Alles. Nur das nicht. Ich dachte, es wäre ein... Nein. Nein. Ich will nicht. Oh, bitte nicht. Oh, bitte, bitte nicht. Oh Gott. Gegen zwei Affen kämpfen. Einer geht mir schon übelst auf den Sack. Darf ich doch nicht zwei haben. Ja, hier sind wir runtergesprungen. Ich habe vielleicht noch eine Theorie, dass wir ihn hier finden. Das ist doch irgendwie so eine Art Dorf hier, oder? Ja, beruhig dich, Kleiner. Ich glaube, wir müssen an den Affen vorbei. Au. Ob das Ding da oben ist? Scheint hier nicht mal eine richtige Hütte. Oh, ich will da nicht hin. Ich will da wirklich nicht hin, Leute. Also wirklich. Das ist das Grauen. Es muss ja wohl da irgendwie einen Weg geben an den Affen vorbei, ohne sie zu töten. Die armen Affen. Ich will denen doch nichts antun. Die haben mir doch nichts getan, oder? Ah. Nein, ich wollte darüber springen. Ach, Scheiße. Ach Gott, ich will nicht. Ah, wisst ihr, Freunde, ich mache, glaube ich, jetzt erstmal eine Pause, bevor ich mich dann den Affen widme. Oder vielleicht überlege ich nochmal. Vielleicht können wir irgendwo anders noch lang. Einen Moment. Ich will nochmal kurz ins Loch springen und gucken, ob es da wirklich keinen anderen Weg gibt. Vielleicht haben wir einfach den Weg verpasst. Kann ja sein. Hallo, Omi. Wird man euch verstummen, wenn dann sollte die Ja. Springen wir. Punktlandung. So. Bitte komm da nicht raus, ey. Da geht's ja runter. Hier ist nichts.
Hier geht's jetzt zu dem anderen Bereich, den wir kennen. Oh, ich will nicht zu den Affen, bitte. Oh, Spiel, gib mir eine Möglichkeit, die Affen nicht besiegen zu müssen. Oh, ich kann doch darüber springen, oder? Oh. Oh. Ach Gott. Hier ist nichts. Das ist nur, falls man da landet. Nicht zu den Affen. Nicht zu den Affen, bitte. Tu mir den Gefallen, Spiel. Du kannst von mir nicht verlangen, zwei Affen besiegen zu müssen. Kann ich später machen, wenn ich ordentlich Damage gewonnen habe. Und dann springen wir hier runter. Und dann sind wir hier. Ach, Scheiße. Okay. Ich lege jetzt kurz eine Pause ein und dann... Ich laufe nochmal kurz durch Aschina und gucke, ob ich da irgendwie andere Wege finde. Haut rein, euer Zero. Tschüss.